Ich hätte auch noch mal eine Verständnisfrage, Herr Fischer, zu Ihrer Aussage, dass Israel Iran nicht angegriffen hat. Da würde mich dann tatsächlich interessieren, wie Sie zum einen der iranische Botschafter im Libanon, dessen Gesicht durch eine mutmaßlich israelische Sprengfalle zerfetzt wurde, das politische Attentat mitten in Teheran im Juli, worauf die Iraner auch auf Vergeltung verzichtet haben, zumindest nach eigener Darstellung, weil sowohl USA als auch EU zugesichert haben, dass es zu Friedensverhandlungen in Gaza und auch mit Libanon kommen sollte. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert davon, in welcher Einseitigkeit Sie hier sozusagen auf den Iran zeigen und bisher kein einziges kritisches Wort zur Rolle Israels verloren haben. Könnten Sie noch mal darlegen, wieso Sie da Israel komplett aus der Verantwortung nehmen? Also ich glaube, was wir gestern gesehen haben, war ein massiver iranischer Angriff auf israelische Staatsgebiet in einer präzedenzlosen Weise, der sogar noch eine andere Qualität hatte als der erste Angriff Irans auf Israel. Damals waren es ja zunächst Drohnen, die losgeschickt worden sind, mit ganz anderen Vorwarnzeiten. Also ich glaube, das sollte man alles nicht unterschätzen. Und ich glaube, die Dinge, die im Libanon passiert sind, ich sehe jetzt nicht, wie diese den Iran betreffen würden. Ich meine, dass möglicherweise ein iranischer General bei einem Treffen mit dem Führer der Hisbollah zugegen war, also bei eine terroristische Organisation unterstützt hat, das kann man jetzt nicht Israel vorhalten, würde ich mal sagen. Zum einen hatte ich davon gesprochen, dass Israel mit einer Sprengfalle den iranischen Botschafter das Gesicht zerfetzt hat. Das ist mitnichten ein Militär gewesen. Und der Angriff, mutmaßliche Angriff Israels, der aber zumindest mal indirekt auch bestätigt wurde bei der Tötung des Hamas-Führers in Teheran, das war auch sicherlich nicht völkerrechtswidrig, auch nicht aus Sicht der Bundesregierung. Aber meine Frage zielt nochmal auf einen anderen Aspekt. Wenn man sich die Ziele anguckt, die anvisiert wurden vom Iran, dann waren das zwei Luftwaffenbasen nach aktuellem Stand, das Mossad-Hauptquartier und eine weitere militärische Installation, also ausschließlich militärische Ziele. Deswegen würde mich noch in der Bewertung des AA interessieren, wie Sie bewertet, einerseits, soweit wir das zumindest wissen, widersprechen Sie mir gerne, ausschließlich militärische Ziele vom Iran angezielt. Wenn man sich anschaut, Israel im Libanon, in Beirut, werden zivile Wohnhäuser in dicht besiedelsten Wohnvierteln in Beirut und um Beirut herum beschossen. Wieso erscheint Ihnen die Inzielnahme von militärischen Objekten verurteilenswürdiger als Angriffe auf Wohngebiete in Beirut? Erstmal nochmal zu dem Pager. Ich glaube, das war ein militärisches Kommunikationsinstrument der Hisbollah. Und ich bin mir nicht sicher, ob man davon ausgehen kann, dass der iranische Botschafter solcherlei Kommunikationsinstrumente militärischer Art einer terroristischen Organisation bei sich trägt. Das würde ich mal in den Raum stellen. So, was Selbstverteidigung angeht, hat Iran sich zwar auf das Selbstverteidigungsrecht berufen, aber von Selbstverteidigung kann man halt nur sprechen, wenn es um die Abwehr eines andauernden oder unmittelbar bevorstehenden Angriffs geht. Sonst ist es Vergeltung. Und dieses Vergeltungsmotiv haben wir ja gestern in den iranischen Stellungnahmen auch gesehen. Aber Vergeltung ist eben keine Kategorie des Völkerrechts. Vergeltungsschläge sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und Iran hat, wie ich gerade sagte, diese militärische Aktion gestern Abend immer wieder auch als Rache, Vergeltung, Bestrafung bezeichnet. Aber diese Art von Schlägen sind völkerrechtswidrig. Und das heißt, der Angriff des Iran ist durch nichts zu rechtfertigen. Das iranische Regime hatte keine völkerrechtliche Begründung, um Israel anzugreifen. Herr Fischer, noch eine kurze Verständnisfrage. Sie haben eben die Angriffe des Irans als Vergeltungsschläge bezeichnet, unter anderem auch darauf verwiesen, auf entsprechende Äußerungen von iranischer Seite, und die seien daher völkerrechtswidrig gewesen. Da würde mich noch interessieren, nach dem 7. Oktober hat Israel ja in seine Militäroperation, gibt es ja auch zahlreiche Zeugnisse davon, ebenfalls in der Sprache der Vergeltung und Rache begleitet. Dem sind bisher 40.000 Palästinenser zum Opfer gefallen, davon ein Großteil Frauen und Kinder, zumindest mehrheitlich Frauen und Kinder. Können Sie mir noch darlegen, wieso Sie diesen Aspekt
der Vergeltungsangriffe nicht für die militärische Operation der Israelis in Gaza benutzen? Der Unterschied liegt ja auf der Hand. Am 7. Oktober hat es einen brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel gegeben mit mehr als 1.100 Todesopfern. Und dass Israel darauf reagieren kann und dass Israel dagegen das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären Völkerrechts zusteht, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Das Entscheidende ist, dass das humanitäre Völkerrecht bei den Operationen eingehalten wird und die Dinge, die getan werden, verhältnismäßig sind. Und das Gleiche gilt auch für die Hisbollah. Also ich habe ja vorhin schon einmal dargelegt, dass diese Terrororganisation am 8. Oktober vollständig unprovoziert mit Angriffen auf Nordisrael begonnen hat. Und auch dagegen steht einem natürlich das Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des Völkerrechts zu. Zusatz? Meine Frage zielte darauf, dass selbst von ministerieller Ebene die israelische Regierung mehrmals auch von Rache und Vergeltung gesprochen hat. Und die Art der Weise der Kriegsführung deutet ja auch darauf hin, dass es sich da unter Umständen auch um Vergeltungsschläge und nicht um Selbstverteidigung gehandelt hat. Die hohe Zahl an toten Zivilisten deutet daher auch darauf hin. Deswegen würde ich nochmal sicher gehen, die Bundesregierung sieht in dem israelischen Vorgehen in Gaza keine Form von Vergeltung, sondern nur von legitimer Selbstverteidigung. Wir haben diese Äußerung zur Kenntnis genommen und wir haben die ja auch hier immer wieder kritisiert. Aber wenn man sich sozusagen die völkerrechtliche Substanz anschaut, dann ist das eine, dann kann Israel sich auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen berufen und Iran kann das für diesen Angriff, den es durchgeführt hat, eben nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und was die israelische Operationsführung in Gaza angeht, haben wir uns an dieser Stelle ja auch schon häufiger darüber unterhalten und haben auch häufiger schon dargestellt, dass wir erwarten, dass Israel bei seinen Einsätzen die Zivilbevölkerung schützt, und zwar auch besser schützt, als es in der Vergangenheit war. Herr Jungmann.